Sechstes Mantra. Verruchter Geist, du hast den Bhakti-Pfad eingeschlagen, aber trotzdem glaubst du rein zu werden, indem du in tröpfelndem Eselurin, in Heuchelei und Falschheit badest. Damit verätzt du dich und zugleich mich, die Seele. Hör auf, erfreue uns beide, und tummle dich stattdessen im Nektar-Ozean der Liebe zu Sri Radha Krishnas Lotusfüßen. Erstens, Prodyat Kapata Kutinati Bara Kada Kshadan Mudre Snatva, baden im Urin des Esels von Falschheit und Heuchelei. Offenkundige Falschheit und Heuchelei, die der Sadaka zeigt, auch wenn er Raganuga-Praxis schon begonnen hat, wird mit Eselurin verglichen. Von sich selbst zu glauben, man diene eifrig Krishna, obwohl man im Grunde unredlich und heuchlerisch bleibt, ist dasselbe wie im stinkenden, brennenden Urin eines Esels zu baden und sich einzubilden, man werde sauber. Vor dieser Falle muss man sich hüten. Man unterscheidet drei Sadakas. Erstens die moralischen, zweitens die gottergebenen und drittens die entsagten. Fußnote 22. Drei Arten von Sadakas. Svanishtha, Vertrauen primär in wahren Ashram. Parinishtha, Vertrauen primär in Bhakti, und Nirapeksha, ganz gelöst von wahren Ashram. Den moralischen, wie der Name schon sagt, sind Moral und richtiges Verhalten ungemein wichtig. Den Anweisungen der Schriften für gesellschaftliches Zusammenleben gilt ihre erste Aufmerksamkeit. Zugleich aber sind sie enthusiastisch bemüht, Krishna zu erfreuen. Etwas höher stehen die Gottergebenen, die zuerst darauf schauen, was für Krishnas Dienst förderlich ist, die zwar den Geboten und Verboten folgen, aber nur, solange Bhakti nicht beeinträchtigt ist. Diese beiden Sadakas sind Haushälter. Und schließlich gibt es die Entsagten, die sich vom gesellschaftlichen Leben zurückgezogen und ihre Verpflichtungen aufgegeben haben und die somit frei sind, Krishna ungehindert zu dienen. Allen dreien ist nur dann genützt, wenn sie durch und durch aufrichtig sind. Sind sie es nicht, zerstören sie ihr spirituelles Leben. Der moralische Sadaka, wenn er unaufrichtig ist, zeigt folgende Schwächen. Unter dem Deckmantel von Bhakti genießt er die Sinne. Reichen und einflussreichen Materialisten schenkt er mehr Beachtung als unscheinbaren Gottgeweihten. Er schafft sich mehr an, als er braucht. Er begeistert sich für unwichtige, oberflächliche Unterweisungen. Er mag es, zu streiten und behauptet dabei, er kultiviere Wissen und er legt die Kleider des entsagten Standes an, um Ansehen zu gewinnen. Falschheit beim gottergebenen Sadaka äußert sich, wenn er Stolz zeigt, wie strikt er folgt, obwohl er im Inneren angehaftet bleibt. Und wenn er die Gesellschaft von Denkern, Philanthropen, Yogis oder Weltmenschen, der von reinen Gottgeweihten vorzieht. Der Entsagte schließlich heuchelt, wenn er immer noch glaubt, fortgeschritten und erhaben zu sein, sich Kraft seines Standes über andere Gottgeweihte stellt, über Grundbedürfnisse hinaus Geld und Güter ansammelt, unter dem Vorwand von Dienst, dem Umgang mit Frauen sucht,
lieber Materialisten aufsucht, in Klammer um Spenden zu sammeln, als Tempeln. Übermäßig über Spenden besorgt ist und das als Dienst darstellt. Und seine Hingabe schwächt, weil er Kleider und Insignien zu wichtig nimmt und sich zu sehr an die Regeln und Vorschriften klammert. Mit solcher unehrlicher Praxis einher geht, dass der Sadaka die Wahrheit verdreht und falsche Philosophien predigt und dass er schlechte Angewohnheiten entwickelt. Das ist der stinkende Eselurin, in dem er badet. Oft glaubt er tatsächlich, dass es spirituell handelt und sich läutert. In Wahrheit aber verbrennt er seine Seele. Zweitens, Gandharva Giritara Pada Prema Vilasat Sudambodau Snatva. Baden im Nektar-Ozean der Liebe zu Sri Gandharva Giritaris Lotusfüßen. Gandharva ist Srimati Radhika, die innere Energie Gottes, und Giritara ist der höchste Herr selbst. Sri Krishna, der Besitzer aller Energie. Sri Das Goswami empfiehlt uns, im Ozean der Gefühle zu baden, der durch transzendentale Liebe ins Leben gerufen wird. Rupa Goswami betete zu Srimati Radhika, Stavamala Sri Prarthana Patati. Sri Radhika, Herrin Vrindavanas. Deine samtweiche Haut strahlt wie flüssiges Gold. Deine bezaubernden, ruhelosen Augen wetteifern mit den lächelnden Augen der Rehe. Millionen Monde verblassen vor deinem Antlitz und du bewegst dich voller Anmut, gehüllt in deinen Sari vom Blau frischer Regenwolken. Du bist der Siegeskranz auf dem geschmückten, geflochtenen Haar der jungen Gopis. Leuchtende Juwelen und herrlicher Schmuck zieren deine Glieder. Du bist der Stern der charmanten Mädchen von Vraja, unübertroffen in Tugend und Würde. Deine acht liebsten Freundinnen weichen nie von deiner Seite. Erobernde Blicke aus den Winkeln deiner Augen bringen Sri Krishnas Gemüt in Wallung. Der Nektar deiner bimberfruchtgleichen Lippen ist Ambrosia, der ihm Leben schenkt. O Sri Radhika, aufgewühlt und erregt, liege ich im Sand am Ufer der Yamuna, verzweifelt flehe ich dich an. Ich bin ein Frevler und schuldbeladen, schurkisch und zu nichts zunutze. Und doch, bitte lass mein Dasein Erfüllung finden. Bitte gib mir selbst nur den geringsten Dienst zu deinen Lotusfüßen. Sri Radhika, jeder kennt dich als sanft und herzensgut. Es steht dir nicht an, diesen armen Tor zu verstoßen, denn dein feines, weiches Herz schmilzt in Güte und Mitgefühl. Und im Sri Radha Madhavayor Nama Yugalastakam Stavamala. Ich singe acht Verse zum Lob der göttlichen Namen Sri Sri Radha Krishnas. Erst preise ich Sri Sri Radha Damodar und alsdann Sri Sri Radha Madhava. Srimati Radhika ist Vrishabhanu Kumari, die junge Tochter König Vrishabhanus und Sri Krishna Gobendranandana, der Sohn des Königs der Kuhhirten. Sri Radhika ist Priya Sakhi, die liebste Freundin Govindas, und Krishna ist Bandhava, Gandharva, Sri Radhikas liebster Freund. Sie ist Nikunja Nagari, die Heldin der Haine
und Wälder von Vraja und er, Nikunja Nagara, ihr Held. Sie ist Mukuta Mani, das Kronjuwel der Mädchen von Vraja. Er ist Shirubhushana, das Schmuckstück aller Jugend. Sie ist Adhistatri, die Göttin Vrindavans, und er Adishvara, der höchste Gott. Sri Radha ist Krishna Vallabha, Krishnas Geliebte, und Krishna ist Radha Vallabha, Sri Radhikas geliebter Schatz. Ein Raganugasadaka soll denken: Ich werde in Vraja leben, mit Inbrunst die Namen meiner geliebten Radha Krishna singen und mich pausenlos an sie erinnern. Mein lieber Bruder, wann werden wir gemeinsam in diesen Nektar-Ozean tauchen und die Ekstasen der Liebe kosten? Fußnote 23. Sri Radha ist Swarupa Shakti, Krishna ist Sarva Shaktiman. Der Nektar-Ozean ist Vishuddha Jit Vilasa und entsteht aus Prema, wenn der Bhakta Astakalya Lila Bhajan praktiziert.